Mein Thema zur heutigen Kurzpredigt ist künstliche Intelligenz als Auslöser für den dritten Weltkrieg. Schaut man sich die Entwicklung der Computerleistung der letzten Jahre an, gab es dramatische Entwicklungen über die Technologie der künstlichen Intelligenz, auch abgekürzt KI. Befindet sich die aber immer noch ganz am Anfang, die Technologie. Dieses Jahrzehnt wird es aber enorme beängstigende Fortschritte geben. Das heißt nicht, dass wir als wahre Christen die Vorteile der künstlichen Intelligenz und dieser Technik überhaupt nicht nutzen dürfen. Ich möchte uns alle nur etwas mehr sensibilisieren und darauf hinweisen, was noch kommen wird oder auch kommen kann. Es gibt Kommunikation mit KI wie über Chatbots, zum Beispiel Marlies, eine digitale Hebamme, welche alle Fragen rund um die Schwangerschaft und Geburt beantwortet. Wir Endverbraucher nutzen KI ständig. Wenn wir mit Navigationssystemen fahren oder dieses nutzen, das uns um den Stau herumführt. Ich allerdings hatte gestern ein persönliches Problem. Ich konnte von Berlin aus nicht nach Spanien fahren. Mein Navigationssystem hat alle Orte in Europa gefunden, bloß nicht dahin, wo ich hin will. Gestern ging es dann, wo ich zum Händler gefahren bin. Kurz davor drücke ich auf den Knopf, dann ging es wieder. Ja, es ist noch nicht ausgereift, aber es wird kommen. Auch die sozialen Netzwerke nutzen diese ständig, um uns unbewusst zu manipulieren. Haben wir auch darauf Acht. Mit den autonomen Fahren steht in dieser Dekade der nächste Schritt der Automobilität bevor. Sensoren und Kameras erfassen fortlaufend große Mengen an Daten. Intelligente Algorithmen unterstützen den Menschen dabei, in Echtzeit komplexe Szenarien zu berechnen und diese bestmöglichen Lösungen auch anzubieten. Und somit rollt die nächste technologische Herausforderung, die künstliche Intelligenz, wie ein Tsunami auf uns alle zu. Aber es gibt auch eine Kehrseite der Medaille. Elon Musk ist uns allen bekannt, ist ein bekannter Unternehmer, der sich bisher jeder Herausforderung erfolgreich gestellt hat und der Welt bewiesen hat, geht nicht, gibt es nicht. Umso erstaunter war eine Meldung vor einiger Zeit, in der Musk twitterte, der Wettbewerb um die Vorherrschaft in KI auf nationaler Ebene wird meiner Meinung nach der wahrscheinlichste Auslöser des Dritten Weltkriegs sein. Er macht sich große Sorgen um die Zukunft und fordert eine staatliche Regulierung. Wladimir Putin bezeichnete KI als Zukunft für die Menschheit und betont, wer immer führend in dieser Sphäre wird, wird der Herrscher der Welt. Das alles hört sich recht bedrohlich an. Zu Unrecht. Elon Musk sagte auch einmal, wenn ich einen Tipp abgeben müsste, was die größte Bedrohung unserer Existenz ist, dann ist es vermutlich KI. Er sagte weiter, wir müssen also sehr vorsichtig sein. Mit künstlicher Intelligenz beschwören wir den Teufel. In einem offenen Brief äußerten sich Musk und Stephen Hawking vor einigen Jahren zu der Idee, KI könnte die Entwicklung autonomer Waffen ermöglichen und so Kriege revolutionieren. Nicht im positiven Sinne. Sie sagten weiter, ein Wettrüsten militärischer KI-Waffen ist eine schlechte Idee und sollte mittels eines Verbots von autonomen Waffen, die nicht umfassend von Menschen kontrolliert werden können, untersagt werden. Gegenüber BBC äußerte Hawkins, die Entwicklung vollständig künstlicher Intelligenz könnte das Ende der Menschheit bedeuten. In die gleiche Richtung haben vor kurzer Zeit über 3.000 Google-Mitarbeiter agiert. Sie haben einen Brief verfasst und sich an den Vorstandsvorsitzenden von Google gewandt. In dem Brief haben sie sich dagegen ausgesprochen, dass Google dem US-Verteidigungsministerium hilft, Videos besser auszuwerten und Drohnen zielgenauer angreifen lassen zu können. Wir glauben, schreiben sie in dem Brief, dass sich Google nicht am Geschäft des Krieges beteiligen sollte. Alibaba-Gründer Jack Ma teilte am Rande eines Weltwirtschaftsforums einmal mit,
dass der Wettlauf um neue Technologien im Dritten Weltkrieg münden könnte. Er sagte, der Erste Weltkrieg wurde durch die erste technologische Revolution ausgelöst. Die zweite technologische Revolution löste dann den Zweiten Weltkrieg aus. Die dritte technologische Revolution steht nun bevor, warnte Alibaba Gründer. Die Zukunftsfestigkeit von Technologien erprobt nun einmal das Militär. Der Krieg ist die härteste Form des Wettbewerbs, die äußerste Zuspitzung von wirtschaftlicher, intellektueller und politischer Konkurrenz. Der Krieg ist so gut wie ungeregelt. An der Kriegsgeschichte leider, auch an der Zahl der Toten, kann man den technologischen Fortschritt ablesen. Die vom Ersten und Zweiten Weltkrieg zeigt das genau. Nach der Dampfmaschine wurden im Westen Automobile erfunden. So kann man eigentlich auch die Eisenbahn und die erste Dampfmaschine nennen. Einfach alle Transportmittel für Menschen, Güter und Waffen, die ihren Energievorrat mit sich führten. Die Eisenbahn fuhr damals noch mit Kohle. Wegen ihrem hohen Gewichts benötigte sie allerdings Schienen. Und das bedeutete, dass sie zwar Massen von Soldaten und modernen Waffen an den Kriegsschauplätzen zu schaffen vermochte, doch dort blieben sie dann auch. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, welchen wir als die neunte Wiederauferstehung des ehemaligen Römischen Reiches bezeichnen, hatten sich bereits Autos mit Verbrennungsmotoren durchgesetzt. Außerdem moderne Flugzeuge. Deswegen wurde der Krieg wieder beweglicher. Panzer und Flugzeuge brauchen keine Schienen. Deshalb wurden Panzer und Flugzeuge zu den kriegsentscheidenden Waffen. Jene Mächte gewannen den Zweiten Weltkrieg, die am meisten davon herstellen konnten und Zugriff auf die nötigen Energiequellen hatten. Jeff Nesbitt, früherer Leiter des Rechts- und Öffentlichkeitsangelegenheiten der National Science Foundation und Autor von mehr als 24 Büchern, hatte die neuesten Erkenntnisse und Gedanken zu künstlicher Intelligenz untersucht. Wie Indy 100 berichtete, kam er zu dem Schluss, dass die menschliche Rasse bis 2050 ausgestorben sein könnte oder dass wir bis dahin unsterblich sind. Nesbitt bezieht sich auf die Theorie eines KSI, einer künstlichen Superintelligenz, die besagt, künstliche Intelligenz könnte sich zu einem Supercomputer weiterentwickeln, der so schnell lernt, dass er Menschen überbieten und sämtliche Probleme eigenständig lösen könnte. Seine Aussage ist gar nicht so verkehrt. Allerdings sehen wir als wahren Christen das etwas aus einem anderen Blickwinkel. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die menschliche Rasse bis 2050 oder bereits hoffentlich früher oder vorher in diesem Zeitalter in unserer heutigen Welt so nicht mehr besteht. Auch werden einige Menschen unsterblich werden. Ja, aber indem sie verwandelt werden zu unsterblichen Geistwesen. Es besteht also Hoffnung für die Menschheit, da das nächste Zeitalter der Beginn des Millenniums ist und dort werden Menschen weiterleben. Intelligenz kann man auch als das Denken oder die Gedanken bezeichnen. Die Bibel gibt uns viele Hinweise darüber, auf die Gedanken Gottes. Schauen wir uns das alles mal in der Bibel an. Und Gott hat einen Plan, den die meisten Menschen heute noch nicht verstehen, aber zu seiner Zeit verstehen lernen. Der eine früher, der andere später. Ich hoffe für uns alle früher. Schlagen wir einmal auf Jesaja 55, Verse 8 bis 9. Jesaja 55, Verse 8 bis 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gottes Gedanken beschäftigen sich aber auch mit Zerschlagung und Befreiung. Zum Beispiel wird er Assyrien, das heutige Deutschland,
zerschlagen. Eine schreckliche EU-Armee unter Führung eines militärischen Führers aus Assyrien befindet sich am Ende der Tage in dem Staat Israel. Das in Zukunft gefangen genommen werdende Volk Israel, welches es unter anderem in USA heute befindet, Großbritannien oder dem Staat Israel, wird dann wieder befreit werden. Zuvor wird aber Gott das Volk Israel zerschlagen und dem Ganzen ein Ende zubereiten. Ja, Assyrien wird einige böse Sachen machen. Und ich saß vor kurzem beim Grillen, beim Freund. Da kam ein kleiner Junge auf mich zu, so klein ist er gar nicht mehr, 11 Jahre, und fragte mich plötzlich über den Glauben einige Sachen. Gut, ich sagte, Mensch, na gut, wenn du das so wissen willst, dann erkläre ich das kurz. Es ist der Sohn eines guten Freundes, der wahrscheinlich nicht alles erklären konnte seinem Sohn. Und da fragte er mich einiges und dann habe ich ihm das erklärt über den Sabbat. Und als er das alles über den Sabbat verstanden hat, fragte er mich dann Folgendes. Hätte Hitler euch dann auch wie die Juden damals vergast? Eine sehr schlaue Frage von so einem Kind. Und ja, es wäre wohl wahrscheinlich so gekommen. Und die Bibel, das habe ich ihm nicht gesagt, prophezeit uns in naher Zukunft eine noch sehr viel schlimmere Verfolgung wahrer Christen unter Inspiration eines vermutlich deutschen Führers in Zusammenarbeit mit dem falschen Propheten. Schlagen Sie auch noch mal bitte auf Jesaja 14, Verse 24 bis 27. Jesaja 14, Verse 24 bis 27, da geht es nochmal gegen Assyrien. Der Herr Zebaoth hat geschworen, was gilt's? Es soll gehen, wie ich denke und soll zustande kommen, wie ich's im Sinn habe, unabhängig von künstlicher Intelligenz hin oder her. Er lässt es, wenn auch immer, zu, durch die Inspiration von Satan. Aber hier steht, wie ich's mache, dass Assur zerschlagen werde in meinem Lande und ich es zertrete auf meinen Bergen, damit sein Joch von ihnen genommen werde und seine Last von ihrem Halse komme. Das ist der Ratschluss, den er hat über alle Lande und das ist die Hand, die ausgestreckt ist über alle Völker. Denn der Herr Zebaoth hat's beschlossen. Wer will's wehren? Und seine Hand ist ausgestreckt. Wer will sie wenden? Die Gedanken Gottes sind aber auch groß und köstlich. Schauen wir uns das an im Psalm 40, Verse 6. Vers 6. Psalm 40, Vers 6. Der Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweist. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkünden und davon sagen, wie wohl sie sind zu zählen sind. Schlagen Sie auch bitte auf, Psalm 139, Verse 17 bis 18. Ich lese das hier im Nachgang, erst Luther 84 und danach in der Guten Nachricht nochmal vor. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. In der Guten Nachricht steht das dann am letzten Schluss, am Vers. Nächtelang denke ich über dich nach und komme an kein Ende. Schlagen Sie auch Psalm 92, Verse 6 bis 7 auf. Psalm 92, 6 bis 7. Herr, wie sind deine Werke so groß? Deine Gedanken sind sehr tief. Ein Törichter glaubt das nicht und ein Narr begreift es nicht. Die meisten Menschen werden es nicht begreifen. Aber die bereits es begreifen können oder erkennen können, dass Gottes Gedanke sich vornehmlich mit dem Heil der Menschen beschäftigt, können wir hier sehen jetzt. Schlagen Sie auf, bitte Jeremia 29, Vers 11. Jeremia 29, Vers 11 und ich lese das hier aus der Schlachter. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Wenn wir das erkennen dürfen heute, dann sind wir gesegnet von Gott.
Doch auch die Schuld und die Sünden der Menschen sind Gegenstand der Gedanken Gottes. In diesem Fall kann es sich auf das heutige böse System beziehen, welches in der Trübsal erst noch ihren Höhepunkt findet oder buchstäblich auf die heutige moderne Stadt Babylon, welche auf 7 Hügeln liegt. Schauen wir uns das mal in der Offenbarung 18 an. Offenbarung 18, Vers 5. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Auch Matthäus 9, Vers 4. Matthäus 9, Vers 4. Als aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum denkt ihr so Böses in euren Herzen? Die Menschen denken böse über uns, besonders über uns, auch in naher Zukunft. Daher sollten wir erst recht keine bösen Gedanken gegenüber unseren Mitmenschen, Vater, Mutter, Familie und erst recht nicht gegenüber unseren Geschwistern haben. Schlagen Sie hierzu mal auf. Psalm 41, Vers 8. Psalm 41, Vers 8. Alle, die mich hassen, flüstern miteinander über mich und denken Böses über mich. Es sollte uns eine Warnung sein, wenn Geschwister anfangen zu flüstern, heimlich Tücherei oder tuscheln. Gerade dies hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass später die Geschwister die Kirche verlassen haben. Es gibt so ein Sprichwort, wer flüstert, der lügt, sagt man so schön. Schlagen Sie bitte auf Sacharja 7, Sacharja 7, Verse 9 bis 10. Sacharja 7, Verse 9 bis 10. Dass der Herr Zebaoth sprach, richtet Recht und ein jeder erweise seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit und tut nicht Unrecht der Witwen, Waisen, Fremdlingen und Armen und denke keiner gegen seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen. Keiner denke Arges in seinem Herzen und übe Güte und Barmherzigkeit gegenüber seinen Geschwistern. Das ist eine Aufforderung von Gott. Auch die Gastfreundschaft gehört dazu. Ich definiere einmal, Gastfreundschaft ist die freundliche Gesinnung, die einem Besucher von seinem Gastfreund bei seiner Beherbergung, Bewirtung und Unterhaltung entgegengebracht wird. Werden sollte, sage ich dazu noch, Psalm 94, Vers 11. Schlagen Sie bitte auf, Psalm 94, Vers 11. Aber der Herr kennt die Gedanken der Menschen. Da steht nicht irgendein Volk, er kennt alle Gedanken der Menschen. Sie sind nur ein Hauch. In meiner Bibel steht die Überschrift Hilferuf gegen die Unterdrückung des Volkes Gottes. Es sollte uns eine Warnung sein, aus den bösen Gedanken gegen die Mitmenschen, seinem Bruder oder seinem Vater oder seine Mutter, wachsen böse Taten. Es entwickelt sich Hass. Wir sollen nicht hassen, wir sollen auch nicht einfach sagen, ich hasse dies, ich hasse das. Wir hassen die Sünde, kann man sagen. Wir hassen sündige Taten. Gott ergründet auch die Verborgensgedanken. Seien wir wachsam, dass wir nicht zu den Unterdrückern des Volkes Gottes gehören. Auch nicht besonders an einem Sabbat, erst recht nicht. Schlussendlich wird es zu einem dritten Weltkrieg mit Unterstützung auch durch künstliche Intelligenz kommen, unter dem Einfluss von Satan, dem Teufel. Wir sollen aber widerstehen, schon jetzt und heute den arglistigen Angriffen Satans und beweisen wir Gott seine Treue. Nutzen wir die vielen schönen Gedanken Gottes in der Bibel und erfreuen unseren Mitmenschen und benutzen
unser von Gott gegebenes Potenzial voll und ganz aus? Fragen wir uns auch immer, ob wir es schon gemacht haben. Trauen wir uns am Werk Gottes heute mitzuarbeiten? Gott wird es uns gelingen lassen. Zum Abschluss schlagen Sie nochmal bitte auf Psalm 139, Vers 2. Psalm 139, Vers 2. Ich sitze oder stehe auf. So weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Die Überschrift ist hier: Gott, der Allwissende und Allgegenwärtige.